Die Ficus carica Lusheim ist zu groß für den Topf. Er kommt raus. Die Wurzeln an. Uiuiui. Die ist ja fett durchwurzelt. Machen wir die Sonne nach. Am 3. August 2022. Schon die neuen raus. Ja, so soll das wurzeln. Da unten die kleine neue. Und hier die eine. Da brauchen wir einen größeren Topf. Zwischenlagern. So, dann machen wir die Zauberung. Und Platz für einen großen Topf haben. Und zunehmenden Mond. Gestern aber noch Jungfraumond. Und hier am Ende ebenfalls grüne. Die ist wahrscheinlich nicht geschafft. Eine Dalmatie vom Biofeigenhof 2018. Schauen wir mal. Ja, wieso die nie was werden? Ich weiß es nicht. Dalmatie habe ich immer einen schweren Stand. Wo die ja gar nicht kaputt ist. Die Wurzel. Ein grünes Auge. Naja, sei es drum. Kommt da bei der 100% Luftfeuchtigkeit von diesen Tagen rein. Zuerst ist einmal die Lavabrocken da befreien da. Die brauchen wir hier nicht. Die leeren wir da rein. Oh, hier sind schon viele drinnen. Okay. Merkt man, dass die Draht pur. Da. Und dann mal Sand drinnen. Sand nämlich selten. Und hier ein Tropfen drin. Das haben wir schon zugemacht. Drinnen ist. Ja, das war ein nährstoffarmes Substrat. Regenwurm. Er kommt gleich zu einer anderen Pflanze rein. Da, rein mit dir. Ja. Wir mixen. Weggeben das Ganze. Brauchen wir ein potenteres Substrat. Da werden wir unseren scharfen Kompost nehmen, den wir gar nicht mehr so viel haben. So, und da unten reinmixen. Ja, da unten rein ist mit viel Plastik. Mal nichts machen. Einrühren. Dann darf sie auch schon hinein. Unsere Monster. Lusheim. Ja. Die ist super.